So, willkommen zurück. Ja, okay. Wir lassen einfach mal laufen, gucken an, wie Stationen explodieren und dann gucken wir weiter. Ich kann ja mal das so starten, einfach nur um zu sehen, wie es aussieht, wenn eine Station feuert. Wirklich viel machen werde ich da wahrscheinlich nicht können. Da sind die Battle Stations. Ich kann versuchen, das Feuer auf 1 zu konzentrieren. Ich warte, ich mache eh auf. Battle Station, Battle Station. Die 3. Kann gar nichts machen. Die scheint eh autogesteuert zu sein. Sind nur 9 Schiffe? Sieht mehr als 9 aus. Ich höre komische Piu-Piu-Geräusche. Das sind die. Wir schießen Torpedos. Ich hoffe auf einzelne Ziele. Oh, das sind das Gauss-Projektile. Das sind Gauss-Projektile. Ich glaube, es geht auf den da. Ich glaube, sie gehen daneben. Okay, wir sind schon mal angeditscht. Ich sehe hier noch keine Schäden. Ja, und die Point Defense einfach die Schüsse weg. Wir deren auch. Bisher zumindest. Oh ne, die kommen durch. Das sind viel zu viele. Ja. Battle Station 1 fällt gleich. Ich dachte echt, da schießt mehr von uns gleichzeitig, also dass da ganze Batterien von Waffen sind. Das heißt, es sind mehrere, die schießen. Und nicht hier nur alle 5 Sekunden eine Kugel raus. Bam. Ja, schon haben wir nur noch einen. Da ist einer leicht angeditscht. Der wird aber nicht fokussiert. Schüsse gehen wahllos in jede Richtung. Ja, man müsste irgendwie eine Einstellung haben, dass ich weiß, du wirst sterben und du wirst nicht lange durchhalten, aber versuch doch bitte wenigstens ein Schiff zu fokussieren und das zu töten. Das reicht mir vollkommen. Ich erwarte nicht, dass du die ganze Flotte aufhältst. Aber wenigstens ein Schiff zerstören, weil das können sie jetzt einfach reparieren. Das heißt, sie haben gar nichts verloren. Ja, okay. Also, das Auto-Resolve scheint akkurat zu sein. Können wir also ruhig wohl weiter benutzen. Das wird nicht besser, wenn wir das angucken. Eine neue Mini-Flotte. Continue. Earth Boost wurde zerstört. Ja. Continue. Die sind immer noch rot. Und sie gehen zum nächsten. Jetzt müssen wir gleich ganz normal unsere Agenten verteilen, als wenn wir nicht mega am Verlieren wären gerade. Schon irgendwie deprimierend. Okay. Geh mal. Mars Shipyard. Seid ihr schon alle Tier 3? Ne, Tier 2. Nicht genug Strom. Okay. Du hast definitiv nicht genug Verteidigung dafür, dass du. Das wird dann auch kein Strom sein. Also, ich will hier noch mehr Verteidigung draufbauen und ich will hier die alle auf Tier 3 bringen und eventuell noch mehr. Dass wir wirklich hier alle unsere Schiffe produzieren, weil auf der Erde werden wir nichts mehr halten können. Die werden das da alles abschießen. Eventuell kommen sie auch gleich zum Mars, dann haben wir ein echtes Problem. Alternativ könnten wir die Schiffe auch auf dem Boden beim Mars bauen. Weil das werden sie nicht so leicht angreifen können. Was hat wesentlich mehr Defense-Wert? Bin ich mir jetzt auch nicht so sicher. Resistance. Mars.
Die hat 7000, die anderen hier haben nur 4000, weil ich nur eine Battlestation gebaut habe. Das ist wenig. Manage. Du brauchst... Das sind zwei Farmen. Okay, du brauchst einen höheren Fission Reactor. Du brauchst einen höheren Fission Reactor. Du brauchst eine weitere Battle Station. Reicht immer noch nicht. Du brauchst einen höheren Fission Reactor. Ja. So. Dann sollten wir bei 7000 noch was sein. Okay. Und dann kriegst du jetzt noch, wenn wir es irgendwie hinbekommen, Spaceworks. Nicht genug Strom. Das Ding kann theoretisch dann später weg. Das Skunkwork kann weg, ja. Dann mach eine Fission Reactor Farm dahin. Nicht genug Strom. Unsere Mine hat auch keinen Strom. Ja. Die Farm können wir nicht einfach ausschalten. Wir haben hier nichts, was super viel kostet. Die Farm kann aus. Und wir machen sie aus, indem wir dann noch eine Fission Reactor Farm rausschmeißen. Blob. So, jetzt solltest du genug Strom haben. Das sorgt auch hier wieder schön für einen schönen Boost. Haben wir auch genug Strom für sowas? Ja. Also, zwei Spaceworks werden hier gebaut in 1. In 2 sieht es auch nicht so super pralle aus. Fission Reactor Farm. Ich muss jetzt aufpassen mit dem Upgraden, sonst haben wir das gleiche Problem mit der da drüben. Die Farm kann weg. Spaceworks. Spaceworks. Gut. Dritte Basis. Fission Reactor Farm. Upgrade. Spacework, Spacework. Du bräuchtest trotzdem noch mehr Defense, aber da warten wir erst, bis jetzt ein paar von den Reaktoren fertig sind. Um das hier in den Griff zu bekommen. Der Skunkwork kann auch weg. Einen können wir noch aufstufen, ne? Jo. Sehr gut. Und 4. Du hast sehr viel Kleinkram, aber das läppert sich. Du hast hier noch Operation Center. Wir sind recht gut abgedeckt, was Operation Center angeht, solange sie den Merkur in Ruhe lassen. Heißt, du kannst nicht genug Strom. Das sind 2er Heavies. Wir haben noch keine 3er Heavies, die müsst ihr erst noch freischalten. Ja, dann eine Fission Reactor Farm da. Das reicht für eine Space Station. Und noch eine Fission Reactor Farm über das Heavy Ding rüber. Jetzt 2 davon. Okay, also in 100 Tagen. Ist 14. Juni. Ach, du hast noch keine Nano-Ding, ja. Okay, also in 100 plus Tagen haben wir auf dem Mars, auf dem Boden, Produktionskapazität von 8 Schiffen pro Zyklus dann. Plus die oben in der Werft. Aber der Werft denke ich halt, dass die fallen wird. Weiter. Okay, jetzt tun wir so, als wenn oben alles okay wäre. Und sorgen dafür, dass die Erde wenigstens nicht fällt. Panasul hat ein Ziel. Chucks. Wollte ich den kleinen Kram wegmachen, ne?
da. Go. At your service. Reporting in. Flexo. Kann wieder advisen gehen. Offering assistance. Rip. Where to? Dark ist tröten. Make it our kiss. Ready to go. Nalgo macht das gleiche hier drüben. I will try to sway the public. Ready to go. Du, wir hatten noch irgendwas vor, oder? Wollten wir noch irgendjemanden Hände schütteln? Relations. Da sind wir wieder in Konflikt. Kannst du hier tröten? Tröte da. I will tell our story. Confirm. Weiter. Auto Resolve. Instant Neutralized. Continue. 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 I will help them. Ich hatte bis vor kurzem noch die Hoffnung, dass wenn sie jetzt nur genug Stationen zerstören, das irgendwann runtergeht. Dem scheint nicht so. Das heißt, effektiv ist das hier schon alles komplett rot. Wir sehen es doch noch nicht. Das ist unschön. Nichts zerstört, ne? Ja. Puff. Wir sind auf 115 runter. Werden bestohlen. We're winning their hearts and minds. Repeat. Repeat. Public sentiment is increasingly with us. Heißt, wenn die jetzt eh nicht aufhören. Also eventuell hören sie auf, nachdem sie hier mit der Erde fertig sind. Und wenn wir sie jetzt weiter provozieren, machen sie eventuell mit Mars weiter. Eventuell machen sie aber auch so oder so mit Mars weiter. Den könnten wir wenigstens in der Zwischenzeit hier weiter erobern, deren Basen zerstören und so weiter. Dieses Machtgefüge gefällt mir absolut nicht. Seid ihr fertig? Keine neue Nachricht bekommen. Wir haben noch Earth Boost 5. Warum auch immer du übrig geblieben bist. Und 6. Ist die Flotte noch da? Nee. Das ist nicht die Flotte, die hier alles kaputt geschossen hat. War 68, oder? Ja. 68 fliegt jetzt wohin? Red Forge Station. Zu einer Base, um zu reparieren. Das heißt, die sind jetzt erstmal weg. Earth Boost 5. 4000. Du mich auch. Strom. Kannst die Nano Factory wegmachen, macht dann noch eine Battle Station hin. Wir haben hier eh nicht so viel Schnickschnack, der was kostet, also kann das da auch überschrieben werden. Wir haben jetzt aber nicht genug Strom für noch eine Battle Station. Heißt, da kommt erstmal eine Solar Farm und wir gucken dann später. So, du kannst dann aufgestuft werden. So, machen wir daraus eventuell auch eine Battle Station. So. Earth Boost 6, Social. Du hast keinen Strom über. Dann mach bitte
daraus Strom. Es waren noch so fröhliche Zeiten, als ich dachte, ach, ich baue einfach überall eine Foundry und überall dies und überall das. Wir haben ja die Ressourcen und das passt alles. Nee. Nee, nee, nee. Überall Verteidigung. Viel zu viel Verteidigung. Nicht zu viel. Einfach immer viel, viel mehr Verteidigung. Das tritt's eher. So. Weg. Weg. Wir haben 0 Base Metal. Achso, weil ich gerade Sachen gekauft habe, ja. Habe ja wieder Boost verballert, ohne es zu sehen. Tux auf der Erde. Ist okay. Wobei, Alien-Basen jetzt, ne? Komm, jetzt schießen wir die. Gear up. Standing by. Oh, wir haben keine Flotte in der Erdumlaufbahn, die Invasionsdinger jetzt zerstören könnte, ne? Das ist unschön. Mars Protect, die 4 Jäger hier, könnten die zur Erde fliegen? Wir haben 52 Delta V. Erde. Boost. In 19 Wochen. Also ja. Ja, das ist gut. Aber es reicht nicht. Also könnten sie jetzt rüberschicken. Ich baue Ship Construction. Earth. Die beiden machen jeweils ein Schiff. Und die zwei müssen dann die Site bombardieren. Ich weiß nicht, ob das reicht, aber wir können es testen. Phanasul weiter hier unten aufräumen. Tear up! Offering Support. Warum hast du eine Nanofactory da gebaut? Weil du gar nichts hattest, richtig? Ja, hier kommen gerade Pläne von einem sehr alten Giruwehr und mir irgendwie durcheinander. Das beschleunigt jetzt das Ganze auch nicht mehr. 2038 ist das fertig, das Spaceworks. Also 400 Tage oder so. Yikes. Alter. Forgive me, I fetch he. I can happily talk to anyone for. So, das sollte ganz viele schöne Verbesserungen für die Menschheit mit sich bringen. Wir konnten nicht auswählen, was weitergemacht werden soll. Warum? Hä? White Collar Automation. Ach, da war das. Okay, nevermind. Arrival Security haben sie ausgewählt. Civil Defense Program, Spaceport Security Framework. Das hört sich an, als wären das Sachen, die bei der Security helfen könnten. Eine Probe ist angekommen. Public opinion is moving in our direction. Eine Flotte 6? 532. Wir brauchen den besseren Antrieb, dass wir einfach so vom Mars schnell mal herhuschen können. Das wird jetzt eine lange Phase. Also wenn ich nicht Rage quitte, wo ich kurz davor war. Aber ich denke, wenn ich immer wieder an solchen Punkten Rage quitte, dann komme ich nie zu dem Punkt, wo ich sehe, was danach kommt, und dann kann ich mich darauf besser vorbereiten. Genauso wie wir es letzten Playthrough auch gemacht haben, mit dem Weiterstolpern, da habe ich noch gut was gelernt. Ja, also, die Phase jetzt wäre, wir bauen weiter Waffensysteme aus, damit unsere Defense-Plattform besseren Verteidigungswert habe und irgendwann wirklich eventuell gegen die Aliens schützen können. Ich weiß nicht, ob das hilft,
Weil die bauen währenddessen ja auch immer weiter größere Flotten. Das heißt, die schicken einfach mehr Schiffe und wir werden dann wahrscheinlich nicht hinterherkommen. Das ist die eine Sache. Dann arbeiten wir auch an diesen Super-Duper-Triebwerken, die 30 Millionen Forschungspunkte gekostet haben. Und versuchen, die relativ schnell zu bekommen. Und wir hoffen einfach, dass sie den Mars nicht angreifen. Ja, das ist jetzt der Plan. Vorerst. Und wir zerstören jetzt alles an Basen, was die hier auf der Erde haben. Töten jeden Alien-Agenten. Ja. Continue. Score one for the good guys. By the numbers. Ah, Dreieck zu den Mittels. Continue. Teropod Alien Corps. National Welfare, ja, später. Polar Vortex. Hier hat man Geld. Your orders? Weg. Standing by for orders. Jokes. Das hier gefällt mir nicht, das ist zu viel über. Fanasu, du bist hier unten auch fast fertig. Das ist alles machbar. Faction Control. So, wir können jetzt hier auch Sachen wieder übernehmen. Wir haben nicht besonders viel Kontrolle über. Aber wir könnten zum Beispiel... Das muss was Kleines sein. Hier, Belgien. Du... Den müssen wir mit Nalgur machen. Nalgur. Knack. Den da. Targeting their center of power. Tux hilft trotzdem hier mal kurz anstatt zu verbrennen. Das Schwierige. Das sollte ja gleich geknackt sein. We're taking power. Und Rip. Da schaffst es nicht, das Ungeschützte da zu purgen. Das ist nicht Ripdark. Warum? Ich habe auf den geklickt. Ripdark. Schafft es noch weniger. Okay. Ja, Spionage ist nicht hochbringen, aber ich wollte es mal probieren. Das heißt, du gehst dahin und trötest. Du auch. We'll make our appeal. Okay. Lending my expertise. China ist immer noch am Ausbluten. Kleptokratik, ja. Kontrollmanagement, 10 Punkte, klingt sehr gut bei meinen momentanen Expansionsplänen. The people will come to our side. Nochmal 10. Public opinion is moving in our direction. Crackdown complete. The LZ is secure. Dann muss doch nicht wiederholt werden. Du siehst fast okay aus. Ganz schön viele gerade an. Es ist schwierig. Das Problem dabei ist... jetzt muss ich mich hinsetzen. So. Das Problem dabei ist, theoretisch sind alle Ressourcen gut. Selbst wenn es irgendwo nur 10 drin hat oder was auch immer. Weil es halt dafür sorgt, dass wir schneller mehr Ressourcen bekommen. Also wir machen Plus und dadurch können wir wieder mehr bauen. Aber es braucht halt alles Mission Control. Und... Ja, wobei Mission Control ist uns jetzt hier egal wegen den Aliens, ne? Also wir könnten theoretisch einfach überall was... Warum kann ich nichts bauen? Weil es zu weit weg ist, nevermind.
Aber wir könnten theoretisch überall was bauen. Zeig mir Prospecting. Und noch ein bisschen davon. Ja, ist okay. Das nehme ich. Kann ich da hin? Ist das Ding, was ich eben gerade gefunden habe? Das ist schon wieder zu weit weg. Das heißt, wir müssten wir jetzt wirklich eine Kolonieflotte bauen oder was? Ich glaube auch so mit unseren momentanen Triebwerken würden wir gar nicht hinkommen. Also selbst wenn ich was designen würde dafür. Aber mit besseren Triebwerken erweitern wir auch die Reichweite von den so platzierten Basen, richtig? Earth Rocket cannot currently reach this destination within the 750 days limit. Weiter. Our people have taken control. So, das wird nicht ausgebluten oder ähnliches. Das wird gleich einfach übernommen. Ready for orders. Crack. Erstmal die Regierung, dann können wir schon mal die Allianzen einstellen und sowas alles. Applying pressure on their people. Ready. Targeting the opposition. Ripdark weiter motivieren. At your service. Fanazul. Da ist noch was. Head into the LZ. Confirm. China ist nicht gesehen, das ist okay. Offering counsel. Hi. Oh. Hallo, Io. Wir kommen da auch nicht hin. Oh. Also ich will hier nicht alles sagen, es liegt an einem Würfelwurf, ne? Das stimmt nicht. Es waren mehrere Fehler, die dazu geführt haben, dass wir jetzt nicht so optimal angekommen sind an diesem Punkt in der Zeit. Es hätte wesentlich besser laufen können. Aber wäre der Würfelwurf bei gewissen Forschungen ordentlich gelaufen, hätten wir schon vor 7 Jahren einen sehr guten Antrieb und könnten dann solche Sachen hier machen und hätten auch schnell vom Mars irgendwo hinfliegen können und. Also, ich will ja nicht sagen, dass RNG in diesem Spiel sehr viel kaputt macht. Aber es macht sehr viel kaputt. Ja, und es ist um Jupiter rum. Und um Jupiter rum werden die Aliens hibbelig, richtig? Okay. Mining Complex. Wir haben jetzt 1000 Base Metal mehr pro Monat. Das ist gut. Du bist auch am weiter ausbauen mit den Spaceworks. Ja, das muss okay sein. Increase the maximum amount of resources you can spend to increase mission success chance. Huh. Continue. Callisto. Das wird dann entsprechend auch nicht erreichbar sein, ja. Oh, hi. Ich glaube, hier sollte ich nichts bauen. Warum genau habe ich das nochmal erforscht, wenn wir da eh nicht hinfliegen können? Ich wusste nicht, dass wir nicht hinfliegen können, ne? Ja. Ich dachte, oh, es läuft gerade so gut. Da haben wir mehr Ziele für unsere Basen. Mhm. Weiter. Ganymed ist auch da um die Ecke. The people will come to our side. Pete. We've neutralized their key people. Money cost of direct investment reduced by 15%. Aliens haben es schwieriger. Mhm. By the numbers.
Advanced Coil Gun Batteries sind fertig. Wo ist meine Liste da hinten? Wir waren bei... Apparatchix. Mission Control. Normale Kontrollpunkte. Wovon habe ich mich gerade ablenken lassen? Oh genau, die Verteidigung. Wir sind bei 44. Der Sprung ist jetzt von 38 auf 44. Von 136 auf 192 und von 1928 auf 2129. Ist also nochmal so ein 10% Sprung mit den MK3 Sachen. Und auf dem Boden wird sich wieder nichts getan haben, weil es keine Laser Cannons sind, ne? ...638-1605, ja. Nö, gar nichts. Okay. Flut, gib Geld. We're in control here. Belgien ist unser, dann würden wir gerne EU, Russland, Italien, Kasachstan. Confirm. Und alle Sachen hier. Wobei, Deutschland können wir behalten. Und UK. Ja, lassen wir erstmal doch drin. Weil wir die danach noch übernehmen wollen. Auch wenn die es wahrscheinlich eh flippen werden, also die Untertanen und die Schutzherrschaft-Leute. Die werden das eh rauskicken, die Allianz, bevor sie das Gebiet verlieren. Space Defense in Mexico City. Ja, kommt doch langsam auch rein. Continue. Wir haben... Ready for my mission. Eigentlich nicht genug Kontrollpunkte. Das ist schade. Alternativ... Wie viel bringt jetzt, sagen wir mal, Deutschland? 228 Forschung. UK 182 Forschung. Für Deutschland bräuchten wir 76 Kontrollpunkte. In China halten wir gerade 72 Kontrollpunkte. China sind 300 insgesamt. Wir droppen jetzt China. Wir haben es lange noch gehalten. Und machen ordentlich mit Europa weiter. Das hätte ich wahrscheinlich viel früher machen sollen. Also die Idee war ganz nett. Das Demilitarisieren von China war wichtig. Die Atombomben zerstören, auch damit drin. Also Panzer und Atombomben weg, war gut. Das Absplitten von den Territorien war völlig gut. Das macht es dann in einer zukünftigen Alien Nation oder allgemein auch den Untertanen oder anderen Fraktionen schwieriger, eine Machtbasis aufzubauen. Aber es danach so lange zu halten, auch wenn es einigermaßen Forschung gibt, war nicht die beste Entscheidung. Wir hätten lieber weiter daran arbeiten sollen, Europa zu assimilieren, um so dann Kontrollpunkte einzusparen und eine richtig schön starke Nation hier draus zu machen. Ich hätte ebenfalls nicht so schnell Russland in die European Union nehmen sollen. Ich hätte Russland in der Eurasischen Föderation lassen sollen, Kasachstan einladen, Kasachstan assimilieren und dann erst danach die Föderation eingehen sollen mit denen. Zu dem Zeitpunkt wollte ich, glaube ich, noch testen, weil wir hatten das irgendwie andersrum gejoint. Das hatte ich bisher noch nicht gemacht. Ja, aber das war auch so ein kleiner Fehler. So, dann... Tux hat die Basis jetzt gar nicht zerstört, ne? Macht was? Ah doch, hatte sie. Eine zumindest. Macht die andere Basis auch mal Pott? We're going in. Acknowledged. What's the orb? Nalgo... Crack das dann noch. Going after their people. Und ready for Van Azul macht Russland fast weg. So. Cracken tun wir diese Runde. Nächste Runde übernehmen wir und dann droppen wir China.